klappern wir mal die Hügel ab. Ich hätte mir den Hintergrund besser anschauen sollen. Hier ist er. Mit finsterer Seide Kunst gefunden 1. Jo, servus, Leute, zum weiteren Part Super Mario Odyssey. Schlaue Liste, alles wie gehabt. Und ab, and away. Auf die nächste Plattform, da unten wimmelt's von Monden, die allerdings überwiegend Hinweiskunst darstellen. So. Der erste Mond. Oje, oje, das ist Trixie. Müssen wir irgendwie anders machen? 2, hier, 5. 5 ist der da oben. Man erkennt's halt nicht. Da ist nochmal eine 2, das heißt, da ist nochmal eine Röhre. Hier? Nein, in der waren wir schon. Wo ist denn da die 2? Auf der anderen Seite? Da muss noch irgendwo noch eine Röhre sein. Gucken wir mal. Hier? Nö. Da waren wir auch schon drin. Hä? Noch weiter oben? Na gut, schauen wir halt mal nach oben. Und gucken, wo da noch eine Röhre sein soll. Hier kommt sie. Hier ist sie irgendwo. Ah, hier geht's rein. Hier geht's rein. Schon wieder Kacke ohne Käppi. Was ist das hier? Ach, das war das hier. Ich erinnere mich. Das machen wir jetzt ja nicht. Nee. Wir kümmern uns jetzt mal um diese Hinweiskunst. Ich bin bloß noch nicht ganz sicher, wie ich es umsetze. Weil es schon mega tricksy ist. Schauen wir uns die Hinweiskunst an. Wenn Mario so gnädig ist und sich die Hinweiskunst anguckt. Jetzt spring doch nicht ständig, guck dir die Hinweiskunst an. So, dazu müssen wir wohl ins Seeland. Gehe ich jetzt mal stark davon aus und... Bei der kaputten Säule gehen wir mal ins Seeland. Und schauen, dass wir da den Mond einsacken. Ja, das ist jetzt ein Hin und Her, Leute. Da wird jetzt der Part gefüllt mit Hin und Her Reiserei. Aber so ist es nun mal. Wir sind bei 853. Das ist schon mal geil. So. Ich glaube, 880 reguläre Monde gibt's. Wo sind wir denn? Hier, Seeland. Ja, hier müssen wir hin. Ich glaube, 88 reguläre Monde kann das sein. Und den Rest muss man sich irgendwie erkaufen oder sowas. Das heißt, verdoschten wieder Offscreen Münzen farmen, damit er sich alle Monde leisten kann. Oje, oje, oje. Dann habe ich dann wieder was zu tun, wenn es soweit ist. Na gut. Was soll's. So, mach hin, Mario, mach hin hier. So, wir müssen daher. Oder zumindest da in die Nähe. Und gucken, wo diese Säulen sind. Die sind irgendwo in der Kuppel. Irgendwo in dieser Kuppel. Es könnten die ganz unten sein. Schauen wir mal. Aber die sind nicht kaputt. Wo sind denn die kaputten Säulen? Doch, da ist eine kaputte. Da ist es. Hier. Hammer. Mit finstere Seite Kunst gefunden. 9. Ach du Scheiße, 9. Okay, also auf wieder zur Odyssee. Oje, oje. Das wird ein Hickhack. Das wird ein richtiger Hickhack. Was soll's. Machen wir hier mal alle Monde. Jetzt muss ich ja jedes Mal den Mond abgeben. Den gelben haben wir eingesammelt, den rosanen geben wir ab. Das ist halt auch geil. Was soll's.
Jetzt mal die Monde abgeben, wieder rumreisen. Ein gigantischer Hickhack. So, wir müssen wieder zur finsteren Seite des Mondes. Das kann dauern, bis wir diese Welt komplettiert haben. Ich hole mir hier gleich mal die Komplettlösung, weil mit Sicherheit die eine oder andere Hinweiskunst dabei ist, die ich per Du nicht begreifen möchte. So. Nächste Hinweiskunst. Oder unten ist gar kein Checkpoint. Das heißt, wir müssen Elektrokaspern. Na gut. Schauen wir mal, wo die nächsten Monde sind. Wenn ich hier auf die 5 gehe. Das ist halt alles so durcheinander. 5. Welcher ist 5? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt das Bild da oben anschaue, dann sind wir hier definitiv im Kaskadenland. Würde ich jetzt mal behaupten. Kaskadenland. Und ich kann mir schon denken, wo. Schauen wir mal. Also auf ins Kaskadenland. Und ich glaube, oben auf der Plattform ist es. Denke ich mir zumindest. Könnte ich mir vorstellen. Auf in ein anderes Land. So, Kaskadenland. Zack. Mann, Riserei. Hin und her, Riserei. Was soll's, Leute? Da müssen wir durch. Da müssen wir alle durch. Da muss ich durch. Dürft ihr durch. Hält das Ganze halt wahnsinnig auf. So, jetzt habe ich hier eine Map mit den ganzen nummerierten Monden. Gucken wir mal, es ist da oben irgendwo. Glaube ich zumindest, dass es da oben... Ja, ich könnte es mir zumindest denken, dass es da oben irgendwo ist. Hier hinten irgendwo? Nein, wir müssen noch weiter rauf. Wir müssen da rauf. Kommt man da irgendwie rauf? Ich glaube, von der Seite. Gucken wir mal. Schauen wir da mal, dann sehen wir schon. Ich glaube, es ist da hinten irgendwo. Oder hier? Nein. Ich denke, es ist da hinten. So sah es zumindest aus auf dem Bild. Irgendwo hier. Auf einer dieser Hügel. Hier nicht. Klammern wir mal die Hügel ab. Ich hätte mir den Hintergrund besser anschauen sollen. Hier ist er. Mit finsterer Seite Kunst gefunden. 1. So. Und nun wieder zurück. Dass man das nicht irgendwie anderweitig machen kann, dass ich jedes Mal zur Odyssee muss. Warum gibt es keine vernünftige Weltenauswahlkarte? Jedes Mal den Mond abgeben, es ist schon langwierig. Das macht zwar, also im Spiel selber stört es einen nicht wirklich. Aber jetzt, wenn man das hier so hintereinander tun muss, ist es wahnsinnig nervig. So. Die finstere Seite des Mondes. So, schauen wir mal. Wo hier die ganzen Hinweise versteckt sind. Ich bin das Ganze hier ein bisschen am Abgleichen. Das war jetzt rein theoretisch, war das jetzt Mond 9 oder so. Oder? Nein. Ich habe keine Ahnung. Da werden wir suchen müssen. Ich muss mir die einzelnen Hinweiskunstteile anschauen. Dann gucken, was sie für eine Nummer haben. Wenn ich sie nicht finde, natürlich. Gucken, was sie für eine Nummer haben. Und dann danach googeln. Und das ist halt fixe gemacht. Es ist unübersichtlich. Wenn ich jetzt nur rein auf die Map gehe. Tja, dann stehen hier halt keine Nummern zu den jeweiligen Monden. Also muss ich raten. Und nur wenn ich daher gehe... Dann sieht das Ganze halt, hoppala, dann sieht halt das
das Ganze total unübersichtlich aus. Was ist der vordere hier? Der hier. Da war doch einer, oder? Und mein gebildet? Nein, da drüben müsste es. Das hier ist der vorderste. Was ist das? Was ist das? Werden wir gleich rausfinden. Ich muss jetzt gucken. So, ich gehe jetzt auf die Karte und guck mir das an. Der vordere Mond. Hier ist er. Nein. Der hier ist es nicht. Der hier ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, welcher es ist. Muss ja einer sein, den wir noch nicht haben. Ist das tricksy gemacht. Welcher ist es? Der nicht. Doch, der könnte sein. 17 könnte es sein. Schauen wir mal, was Tante Google sagt zu Mond Nummer 17. 17 liegt im Pilzkönigreich. Begebt euch zu dem Garten im Osten und holt den Mond an der passenden Stelle mit einer Stampfattacke hervor. Dieses Kunstwerk verweist euch natürlich ins... Achso, das ist dann der 18. 17 ist im Pilzkönigreich im Garten. Ach, das ist das Labyrinth. Das ist das Heckenlabyrinth von unserem Toad. Hoppala, da wollte ich her. Okay. Dann auf und davon. Auf ins Pilzkönigreich. Nervig. Nervig. Also auf ins Pilzkönigreich. So. Pilzkönigreich, wir kommen. Das kann man leider nicht alle so miteinander verbinden, wie ich das möchte, weil ich... Ja, ich weiß nicht, die Monde kommen erst oder die sind erst auffindbar, wenn man sich die Hinweiskunst angesehen hat. Vorher kann man an dieser Stelle stampfen, was man möchte, da kommt kein Mond. Erst wenn man sich die Hinweiskunst angesehen hat, kommt da ein Mond. Darum kann ich jetzt nicht nach der Komplettlösung gehen und einfach in jedes Land reisen und mir die Monde holen, sondern ich muss mir die Hinweiskunst dazu auch wirklich vorher anschauen. Und es ist in meinen Augen zumindest wahnsinnig unübersichtlich. Komm her, Kohle. So, wo ist hier der Garten gewesen? Da oben ist er. Da oben ist der Garten. So, jetzt haben wir da zwei lila Sterne gehabt oder zwei lila Sternmünzen, die uns wahrscheinlich verraten sollen, wie das Ding steht. Warum sind da so... Ah, hier sind Münzen. Und wenn da oben noch Münzen sind... Genau. Dann müsste der Mond hier sein. Rein theoretisch. Hier. Hier ist er. Hammer. Mit finsteres Heidekunst gefunden. 3. So, und schon wieder zurück. Ein sinnloses Hin und Her. Aber gehört dazu, wenn man 100% haben möchte, dann muss man da durch. Na komm, trefft das Teil. So. Ein weiterer Mond. So, und nun wieder zurück. Wieder zurück auf die finstere Seite des Mondes. Zack. Auf und davon, sagt der John. So, schauen wir mal. Dann sehen wir schon, hat er gesagt. Ich bin gespannt. Was kommt als nächstes? Na, mach ich ne. Lotterei. So, dann wird Elektrokaspern die nächste Hinweiskunst begutachten. Und gucken. So, wo sind wir hier? Die nächste Hinweiskunst, machen wir die da oben. Die auf der Seite hier. Was ist das? Ha, das ist ein Helikopterlandeplatz und da ist... Keine Ahnung, ein Baugerüst, das könnte New Donk City sein. Schauen wir mal, welcher Mond ist das hier?
Wo ist er denn? Es könnte der sein. Mond Nummer 16. Der Mond Nummer 16 versteckt sich unter der auf dem Kunstwerk markierten Stelle auf dem Heliport in New Donk City. Die Lösung für dieses Rätsel? Okay. Auf dem Heliport? Wo ist der Heliport in New Donk City? Also wir müssen nach New Donk City, aber wo ist der Heliport in New Donk City? Müssen wir mal gucken, wo da ein Hubschrauber-Landeplatz ist. Auf in ein anderes Land, und zwar New Donk City, bitte. Einmal Cityland. Oh, da dürfen wir jetzt das suchen. Da habe ich keine Ahnung und die Lösung ist auch mal voll für den Arsch. Die ist ja mal sowas von für den Arsch. Aber sowas von. Mal gucken. Mal gucken. Was haben wir hier noch? Wo irgendwo was? Andere Hinweise? Schauen wir mal. Wo ist denn das? Wo habe ich denn das gefunden? Finstere Seite, das war Mond Nummer 16, stimmt's? Mond Nummer 16. Gucken wir mal, was hier... Nein, gar nichts. Okay, hier gibt's also keine Hinweise auf meiner Komplettlösung. Es geht nur bis Mond 4. Das ist auch mal eine geile Komplettlösung. Eine Komplettlösung bis Mond 4. Nein, hier. Hier habe ich was gefunden. So, mal gucken, ob die hier präziser sind. Schauen wir mal. Dieses Mal werdet ihr an der Rückseite des riesigen Kürbis auf dem Südwestteil der zentralen Insel fündig. Begebt euch in Cityland und reist dort zum Heliport. Der genaue selbe führt dort oben an der gelben Stelle eine Stampfattacke aus. Am Heliport. Aber hier ist zumindest ein Foto dabei. Und ich habe schon ungefähr eine Ahnung, wo das sein könnte. Der Heliport ist irgendwo da drüben oder hier. Heliport hier. Das Ding heißt sogar so. Er hätte ihn nicht so rumsuchen müssen. Heliport. Der Punkt heißt sogar Heliport. Genau, hier ist es Haar. Hier ist es Haar und der Mond, der ist da. Hier ist er. Heili, geili. Mit finstere Seidekunst gefunden, 2. Und wieder zurück. Frisch, fromm, fränkisch, frei. Quer um die Welt. So, abgeben und aufgeben. Und 857. Uiuiuiui. Auf in ein anderes Land. Ja, wieder zurück. Alles wie gehabt, finstere Seide und so weiter und so fort. Wenn wir dann alle Hinweiskunstmonde gefunden haben, dann geht's wirklich in den Skill-Bereich auf der finsteren Seite des Mondes. Da sind einige Passagen dabei, die wirklich hardcore-mäßigen Skill verlangen. Und da bin ich gespannt. Und danach werden wir uns auf die stockfinstere Seite des Mondes begeben. Und das Pilzkönigreich haben wir noch, das wir komplettieren müssen. Und ich darf es Beachvolleyball noch zocken. Das habe ich komplett verdrängt. Aber ich mag's noch. Ich mache es noch. So, nächster Mond. Nehmen wir den hier in Angriff. Der nächste Mond ist der? Nein, den haben wir schon. Dann nächste Mond. Wo ist es? Hä? Hier. Okay, was bist du für ein Mond? Was bist du für ein Hinweis? Wir gucken mal schnell. Der nicht? Der nicht? Ist es der hier?
Nein, ich hätte gesagt nein. Ich hätte gesagt nein. Schauen wir mal. Hier gibt's noch welche. Der hier ist es, 18. Mond Nummer 18. An der Wand auf der unteren Ebene der zentralen Insel könnt ihr beinahe direkt neben dem Bild 3 Bild 4 entdecken, das auf den ersten Blick nur schwer zu entschlüsseln ist. Ja, für mich sieht's aus wie eine Telefonwählscheibe von einem alten Scheibentelefon. Auf den zweiten aber das Wolkenland zu zeigen scheint, führt dort in der Mitte der nordwestlichen kreisrunden Erhebung eine Stampfattacke aus. Ins Wolkenland. Also fliegen wir ins Wolkenland. Machen wir glatt. Wo gibt's denn da auf dem Wolkenland so ein Teil? Da bin ich jetzt gespannt. Wolkenland, wir kommen. Wolkenland. Da vorne ist es. Da bin ich jetzt gespannt, wo es da so Rundungen gibt. Kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, dass es sowas gab. Werden wir sehen. So, überspringen. Und dann gucken wir mal. Wo gibt's hier so Rundungen? Wo soll das sein? Was sagt die Karte? Ach, das Plateau. Das Plateau. Es müsste rein theoretisch dann hier der Mond sein. Behaupte ich jetzt mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, dann sehen wir schon. Also, ach, die sind die Einzel... Ah, ich verstehe. Wir müssen daher. Also, diese Erhöhung, stimmt's oder habe ich recht? Ja, diese müsste sein. Aber hier ist nichts. Oder bin ich nicht mittig genug? Ha. Kein Plan, Leute. Ich dachte, hier wäre das. Wo ist denn hier die Mitte? Ich bin doch hier mittig, oder? Bin ich dem Spiel nicht mittig genug? Nee, hier ist kein Mond. Dann können wir jetzt noch auf die andere Seite schauen. Hier. Da wären wir jetzt direkt unten dran. Ja, ich probiere jetzt aus. Irgendwo muss da der Mond sein. Es kommt natürlich drauf an, von welcher Seite man die Karte betrachtet. Ist das hier das nächste? Ja. Vielleicht ist er ja hier. Nein, hier ist kein Mond. Ich verstehe es schon wieder nicht. Dorschen steht schon wieder auf dem Schlauch. Aber volle Lotte. Sind wir hier richtig? Nein, da müssen wir her. Vielleicht ist er ja hier. Auch nicht. Verstehe ich nicht ganz. Also ich bin der Meinung, das wäre hier. Ich lese hier nochmal. Führt dort in der Mitte der nordwestlichen kreisrunden Erhebung eine Stampfattacke aus. Ja, das ist schon da drüben. Das müsste das Teil da drüben sein. Das hier. Das hier ist Nordwesten. Machen wir mal genau die Mitte. Aber da kommt nichts. Haben wir den schon? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir diesen Mond schon haben. Es gibt's doch nicht. Wo ist da ein Mond? Hier ist kein Mond, Leute. Hier ist kein Mond. Ich finde nichts. Ich bin jetzt echt überlegen, ob wir uns den schon gekrallt haben. Weil hier ist nichts.
Das ist doch Nordwesten, wenn ich jetzt von oben drauf schaue. In diese Richtung hier ist Norden. Und da ist Westen. Norden, Westen. Also Nordwesten wäre das hier. Da ist er. Das ist aber echt... Also hier oben sind wir jetzt. Schaut euch mal das an. Und jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Also das Bild, was wir da gesehen haben. Der ist doch eindeutig im Westen auf dieser Karte, oder sehe ich das falsch? Woran ist hier zu erkennen, wo da der Mond sein soll? An diesen Schatten. An diesen komischen Schatten da drauf. Soll wahrscheinlich der Mondverlauf sein. Abnehmender Mond, Vollmond, Neumond und so weiter. Wer kommt auf sowas? Na gut. Aber wir haben ihn mit finsterer Seidekunst gefunden. 4. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Wieder mal so einen Mond, den ich nicht gefunden hätte. Weil er so blöd beschrieben ist. Wie schaut's denn zeitlich aus? Ja, es wäre schon wieder Zeit, den Part zu beenden. Also geben wir hier unser Gelumpe ab. Einen weiteren Mond für unsere Sammlung. 858. Und begeben uns zur finsteren Seite des Mondes. Und dann beenden wir den Part, Leute. Hätte ich gesagt, ne? Hätte ich gesagt. Wir machen jetzt hier Schluss. Und im nächsten Part machen wir weiter mit Hinweiskunst. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Eier Dosten.